Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, hier wieder ein kleines Video zu Escape from Tarkov. Denn ein paar kleine Informationen bzw. etwas neues Material haben wir jetzt von den Entwicklern bekommen. Und zwar handelt es sich gerade, was das Videomaterial angeht, um Material im Endeffekt zur Alpha Weapon Customization. Und das ist das zweite Video im Endeffekt zur Waffenmodifikation, zu den Anbauteilen, die wir an die Waffen ranpacken können und wie das Ganze im Endeffekt aussieht und was für Möglichkeiten, wie viele Möglichkeiten wir haben, wollen uns die Entwickler natürlich in diesem Video nochmal zeigen. Ich lasse das hier natürlich alles im Hintergrund laufen. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal das, was wir gekriegt haben. Das sind ungefähr 5 Minuten Material, mehr ist das erstmal nicht. Auf jeden Fall mal wieder ein paar neue bewegte Bilder. Ich hoffe, ihr könnt euch daran auch ein wenig satt sehen, gerade an die, die nicht an der Alpha teilgenommen haben bis jetzt oder nicht teilnehmen konnten, wie auch immer. Und noch ein bisschen was anderes, und zwar war ja im Endeffekt Battlestate auch auf der Gamescom. Die Bilder dazu sind bisher nicht großartig veröffentlicht worden, beziehungsweise hat man nicht großartig was gehört davon, wo die waren und was sie erlebt haben und so weiter und so fort auf der Gamescom. Und das haben die im Endeffekt nachgeliefert. Jetzt auf der Facebook-Seite könnt ihr nochmal 15, 16 Bilder sehen, was und wo genau im Endeffekt Battlestate war und wo sie da unterwegs waren. Und natürlich auch so ein kleiner Report sozusagen, was die auf der Gamescom erlebt haben, wie es für die war, wie groß der Andrang war etc. pp. Das könnt ihr alles nochmal auf der Facebook-Seite von Escape from Tarkov im Endeffekt nachlesen, wenn ihr das möchtet. Ja, meine Freunde, damit halte ich jetzt auch erstmal den Rand, lasse euch das Videomaterial genießen und wie gesagt, sobald wieder nochmal neues oder anderes Material kommt, halte ich euch darüber auf dem Laufenden. Nehmt dieses Video so als kleinen Brotkrumen, damit es nicht ganz so ruhig für euch wird um Escape from Tarkov, weil wie gesagt, die Entwicklung läuft ja immer noch weiter. Ein bisschen müssen wir uns halt noch gedulden, ich warte auch inständig drauf, dass wir neue Infos bekommen, über die ich berichten kann. Und wie gesagt, meine Freunde, bis das soweit ist, wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot.